die VfL-TV News werden Ihnen präsentiert von Dransmann Wohnideen. Liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zu den VfL-TV News. Die Ausgabe vor dem Topspiel des 25. Spieltags gegen den Halleschen FC. Und wir sind wieder mal hier in der Wohnwelt von VfL-Partner Möbel Dransmann. Und wir haben natürlich wieder einen Gast heute in der Sendung. Der kommt heute mal ganz ausnahmsweise nicht irgendwie von der Seite reingelatscht, sondern ist direkt bei uns. Maurice Trapp ist bei uns, Innenverteidiger beim VfL Osnabrück. Im Sommer neu gekommen. Mo, erstmal schön, dass du da bist. Jetzt sagen wir ganz eingangs mal für dich als Neu-Osnabrücker. Du bist gebürtiger Berliner, also ein richtiges Stadtkind. Ich sag mal, so ein Umzug nach Osnabrück vielleicht nicht ganz so einfach. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du es die Stadt auch wahrgenommen seit Sommer? Ja, also erstmal hallo. Moin. Das ist ja nicht mein erster Umzug. Also als Fußballer ist man ja schon daran gewöhnt, dass man immer wieder umziehen muss. Und ich hatte auch schon kleine Städte wie Chemnitz oder Goslar, ja, in der Nähe von Braunschweig, wenn keiner weiß, wo das ist. Deswegen bin ich da gar nicht so fixiert, wie ist die Stadt, obwohl man, glaube ich, in Osnabrück schon Glück hat. Ich sage immer, das ist klein, aber fein. Ist wirklich schick gemacht, aber ist jetzt auch nicht. Also wir gehen öfters draußen essen mit den Jungs, muss man sagen. Und mittlerweile haben wir schon Probleme, was zu finden, was Neues zu finden. Aber kann sich auf jeden Fall hier leben lassen. Gab es irgendwas, wo du sagst, das war so meine allergrößte Umgewöhnung? Keine Ahnung, Norddeutschland, Menschenschlag, keine Ahnung, was war's? Gab's irgendwas? Also in den ersten Wochen hatte ich echt das Gefühl, dass die Leute hier ein bisschen kalt sind. Habe ich, glaube ich, schon öfter mal gesagt, dass sie nicht so wirklich ihre Emotionen zeigen oder ihre Gefühle. Man kann die schwer durchschauen, aber mittlerweile ist das auch besser geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir Erster sind, aber auf jeden Fall sind die Menschen jetzt ein bisschen netter so in der Stadt. Ihr seid ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt mit den Stationen, die du genannt hast, ihr seid als Fußballer einfach ständig auf dem Sprung. So. Also kaum bist du irgendwo und hast dich gerade eingelebt, geht's dann gleich schon wieder dann irgendwie zum nächsten Standort. Was brauchst du grundsätzlich für dich, um zu sagen, boah, hier kann ich mich ein Stück weit heimisch fühlen, wo ich jetzt gerade bin? Eigentlich nur den Ball, um ehrlich zu sein. Also ich brauche echt gar nicht viel. Eine Wohnung, wo man sich wohlfühlen kann, wo du reinkommst und sagst, okay, hier kann man schlafen, hier kann man pennen. Meine Familie besucht mich oft, kommt fast zu jedem Heimspiel. Das ist, obwohl man weg ist, sind die trotzdem immer da. Ich glaube, wir Fußballer sind da relativ einfach. Wir brauchen echt nicht viel, um uns wohlzufühlen. Und es geht halt nur darum, irgendwie Erfolg zu haben, ne, als Team. Wo wir jetzt schon hier im Möbelhaus sind, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen in einer Wohnung? Ist es ein großes Bett? Ist es irgendwie ein besonders bequemes Sofa? Hast du einen Fernsehsessel? Keine Ahnung. Nee, genau die beiden Punkte, die ich schon gesagt habe. Bett ist auf jeden Fall ganz wichtig. Da fühle ich mich sehr wohl. Und meine Couch auf jeden Fall. Die habe ich jetzt auch neu gekauft. Die ist relativ groß. Also sobald irgendwie Champions League Abend ansteht, sind die Jungs meistens bei mir, weil da schon viel Fläche zur Verfügung steht. Fantastisch. Es ist ja in diesem Jahr augenfällig bei euch, dass ihr, wie gesagt, im Sommer dass die Mannschaft einfach einen wirklich absoluten Umbruch erfahren hat, ganz viele Leute neu gekommen sind und ihr aber sehr schnell, oder beziehungsweise nicht nur ich, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ihr sehr schnell als Einheit zusammengewachsen seid. War das einfach Glück, dass die Charaktere, die da im Sommer aufeinander geprallt sind, einfach, wie zufällig aufeinander passten? Oder glaubst du, da hat schon eine gewisse Auswahl auch stattgefunden, dass das Trainerteam genau drauf geguckt hat, wer passte hin? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass Herr Benjamin Schmedes und Daniel da eine gute Arbeit gemacht haben und sich vorher mit den Charakteren beschäftigt haben. Also wie bei mir, denke ich, war es bei den anderen auch, gab es Gespräche, nicht nur eins, sondern mehrere. Und da haben die, denke ich, versucht, ein bisschen den Menschen zu durchleuchten. Wo kam er her? Was für Ansichten hat er? Und ich glaube, dass sie da einfach eine sehr gute Mischung auf den Platz gestellt haben, beziehungsweise auch in die Kabine gesetzt haben. Aber ich sag mal, ihr seid ja schon, also wenn ich das auch mitkriege, sonst abseits des Trainings, schon fast freundschaftlich miteinander verbunden. Ja, also ich glaube nicht jeder mit jedem. Also es gibt natürlich so kleine Gruppen, das ist auch nicht immer negativ. Ich glaube nicht, dass jeder irgendwie so beste Freunde sein kann mit dem anderen. Auch nicht sein muss unbedingt. Nicht sein muss, deswegen, ich glaube, Cristiano Ronaldo hat mal gesagt, bei Manchester United seine erfolgreichste Zeit, er war mit kaum jemandem befreundet, aber auf dem Platz lief es halt. So schlimm ist es bei uns nicht. Wir haben auf jeden Fall so die ganze Ecke da um Uli und den langen Sese, Tegi, die mal Karten spielen irgendwo in der Kneipe. Dann so meine Gruppe mit Ennis, Eddie oder Felix. Wir sind öfter mal Basketball spielen, also verschiedene Interessen. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, auch ganz interessant. Ja, jeder Mensch ist anders und es haben sich ein paar Leute gefunden in der Mannschaft. Das ist ganz gut und ich glaube, das hilft auch bei uns auf dem Platz, dass wir uns gut verstehen und dass wir als Einheit immer stark sind. Jetzt komme ich zu einer Frage, über die wir eben schon ganz kurz eingangs gesprochen haben und du hast mich ein bisschen ausgelacht für die Formulierung, aber ich sag's trotzdem.
eine Mini-Torflaute, wenn ich sie mal so nennen darf, in den letzten zwei Spielen. 0-2 zu Hause gegen Groß-Asbach und 0-0 im Derby gegen Preußen Münster, wo man dann auch wieder sagen kann, es war ja schon wieder ein Improvement, denn ihr habt ja kein Gegentor bekommen im Vergleich zum Heimspiel sozusagen. Aber so eine, ich nenne es jetzt mal Mini-Torflaute, zwei Spiele lang kein Tor geschossen. Wie geht ihr damit um? Ist es überhaupt mannschaftsintern ein Thema? Also erstmal, wir sind Erster, wir reden jetzt schon über Improvement, das finde ich gut, aber natürlich Zufriedenheit ist Stillstand. Für mich ist das keine Durchstrecke, weil unser Spiel war ja nicht schlecht, weder gegen Groß-Asbach noch gegen Münster hatten wir mehr Chancen als der Gegner, deutlich mehr. Hatten halt das Pech, dass der Elfmeter gehalten wurde, dass der Ball ans Aluminium geht. Da sind mir so eine Spiele doch deutlich lieber, als wenn wir gar keine Chancen kreieren können. Deswegen ist das für mich keine Durchstrecke. Auch die Punkte, die wir jetzt geholt haben in den letzten zwei Spielen, ist für mich auch keine Durchstrecke. Das ist ganz normal, wenn man sieht, wie ausgeglichen die dritte Liga ist. Jede Mannschaft tut sich schwer. Und jetzt kommt Halle zu uns. Es ist wieder ein leckeres Spiel, sage ich mal. Wir können unsere Position noch weiter verbessern. Ich gucke von Spiel zu Spiel. Ich bin gar kein Fan davon, jetzt irgendwas groß rauszuposaunen. Ich meine, wir wissen alle, es sieht gut aus für uns, aber trotzdem ist es noch ein weiter Weg. Und jedes Spiel ist 50-50, sage ich so gerne. Deswegen reißen wir uns einfach jedes Spiel den Arsch auf und gucken, was da rumkommt. Ja komm, dann lass uns noch kurz über Halle sprechen. Übrigens sage ich sonst auch immer zu so einer Saison, das ist eben kein 100-Meter-Sprint, das ist ein Marathon. Und das Schwerste kommt eben, wenn du so ungefähr die Ziellinie schon im Blick hast. So, da musst du noch halt nochmal richtig durchpacen, sehe ich ganz genauso. Halle jetzt, wie gesagt, wir sind ja heute am Freitag, also ganz knapp eben vor dem Spieltag hier im Möbelhaus. Wie schätzt du die Hallenser ein? Ich glaube, da passt das Wort Durststrecke vielleicht über den geschossenen Toren vielleicht ein bisschen besser. Also die haben vorne jetzt nicht so viele Dinger geschossen in den letzten Spielen, stehen dafür hinten aber sehr stabil. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die ähnlich sind wie wir oder ähnlich ist wie wir, weil, glaube ich, auch keiner mit gerechnet hat, dass sie so eine gute Runde spielen. Man hat auch das Trainerteam gute Arbeit geleistet. Die spielen ihr eigenes System mit der Dreierkette, Fünfer Mittelfeld, zwei Spitzen. Baxter Bahn ist vorne nur unterwegs, ja, auf der 10. Ist auf jeden Fall eine eklige Mannschaft, wird ein sehr intensives Spiel, wir müssen wieder unsere Grenzen gehen und ich glaube aber schon, dass wir dann zu Hause schon Vorteile haben und das Spiel gewinnen können. Wir sind extrem gespannt. Möglicherweise sehen wir im Spiel wieder eine Variante der Standards, die, glaube ich, nicht so ganz so häufig so vorkommt an anderen Standorten, dass ein Innenverteidiger direkte Freistöße nimmt. Wo hast du dein Füßchen her? Also ich habe auch gestern, als ihr im Stadion trainiert habt, noch mal ein bisschen am Ende zugeschaut und macht ihr immer noch mal eure Sonderschichten sozusagen, was die Standards angeht. Wo kommt dein Füßchen her? Ja, wo kommt das her? Von Gott gegeben, oder? Gegeben? Viel Training. Also ich war früher, habe ich im Mittelfeld angefangen, also ich bin kein typischer Abwehrspieler von since day one, sondern war halt früher im Mittelfeld, war auch mal im Sturm, bin schon einer der spielstarken Innenverteidiger, würde ich mal behaupten, habe halt viel Techniktraining früher gemacht, auch mit meinem Vater, überall immer Techniktraining gemacht und bin auch ganz stolz darauf und vielleicht kann ich auch mal einen einhauen, so wie der Alva. Wir sind extrem gespannt, liebe Leute, auf jeden Fall. Das soll es mit dem kurzen Interview erstmal gewesen sein mit Maurice. Wir quatschen natürlich gleich weiter. Jetzt haben wir noch für euch den Spielbericht. Und zwar geben wir euch als Spielbericht der Woche eben nicht das 0-0 vom Derby in Münster. Aus bekannten Gründen macht irgendwie keinen Spaß, einen Spielbericht mit keinen Toren zu sehen. Deswegen gucken wir uns den Hinspiel-Spielbericht an, als wir im Erdgas-Sportpark beim Halleschen FC gastiert haben. 1-1 stand es nach 90 Minuten. Hier kommt der Spielbericht. Vom VfL Osnabrück 55 Minuten lang gar nichts in der Offensive. Dann holte Alvarez diesen Freistoß raus gegen Warshausen. Der trat ihm da richtig unangenehm auf den Fuß. Der Knöchel, er schmerzte fürchterlich. Aber für diesen Freistoß reichte es noch. Marcos Alvarez, der Osnabrücker Freistoßgott. Schon der dritte direkt verwandelte Freistoß von Marcos Alvarez. Was für eine Sensationsquote. Ja, das war der Spielbericht vom Hinspiel. Ziemlich schicker Freistoß von Marcos Alvarez und das mit einem extrem schmerzenden Fuß. Schauen wir mal, ob der Alba am morgigen Samstag nochmal was nachlegen kann gegen Halle. Jetzt wollen wir einmal die Pressekonferenz bzw. den Ausschnitt aus der Pressekonferenz vom gestrigen Donnerstag mit Daniel Thun und Philipp Kühn anschauen. Aber bevor wir das machen, an Mo noch einmal ganz kurz die Frage. Der Pippo ist ja als zweiter Keeper, wie wir immer sagen, eigentlich jemand, der bei fast jedem anderen Drittligisten auch locker als erster Mann im Tor stehen könnte. Wie ist er so im Team? Also er muss sich ständig zurücknehmen. Hinter Nils als erster Mann im Tor, obwohl man genau bei ihm weiß, wie viel Druck in ihm kesselt sozusagen. Wie ist er sonst für ein Typ? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon öfter zu ihm gesagt, dass ich meinen Hut vor ihm ziehe, so wie er mit der Situation umgeht, weil er gibt wirklich in jedem Training Vollgas. Der ist im Kraftraum einer der fleißigsten und wie du schon sagst, seine Qualität ist Wahnsinn. Also wir haben wirklich das Glück, zwei unfassbar gute Torhüter zu haben. Ist für Pippo vielleicht gerade
Pech, kann man so sagen, dass Kirby einfach auch überragend drauf ist, schon seine zweite schwarze FIFA-Karte da abgeräumt hat. Ja, aber also man kann, also er macht wirklich alles richtig. Wir haben aber allgemein unsere Jungs, die hinten dran sind, ob es Karma ist, ob es Tigi ist, ob es Sese ist, Tim, die ganzen jungen Spieler, auch Pipo, die sind alle so fleißig, meckern nicht, geben uns von hinten Druck die ganze Zeit, performen gut in den Freundschaftsspielen. Also da wirklich durch die Bank weg ein Lob an die Leute, die hinten dran sind, wie die das machen. Da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor. So. Und das war eine kurze Charakterisierung von Philipp Kühn. Jetzt kommt der Ausschnitt aus der Pressekonferenz eben mit Philipp Kühn und mit VfL-Cheftrainer Daniel Thun. Ja, super Saison, würde ich sagen. Also Thorsten Ziegner hat ja auch die Mannschaft übernommen im Sommer. Und ich glaube auch gerade, wenn man die ganze Saison betrachtet, dass Halle zu den richtig positiven Mannschaften der Liga gehören, was auch die Attraktivität des Spiels mit dem Ball betrifft. Und da hat man im Winter sich vielleicht dann jetzt auch ein bisschen sortiert, hat auch gesagt, dass man aufsteigen möchte. Das heißt, sich selber so einen kleinen Druck auferlegt. Und ja, für uns natürlich dann ein spannendes Spiel am Wochenende, dass wir auf einen Gegner treffen, der uns definitiv schlagen will. Das heißt, wir erwarten hier keinen parkenden Bus vom gegnerischen Tor, sondern eine Truppe, die ja die Abstand für uns verkürzen will. Und das ist für uns super, weil wir dann wissen, dass wir wirklich auch Gas geben müssen, um diesen Gegner zu schlagen. Und wer das Hinspiel gesehen hat, dann muss man auch so ehrlich sein, dass wir recht glücklich einen Punkt in Halle entführt haben. Aber das liegt jetzt ein paar Monate zurück. Und mit dem, was da auf dem Platz uns erwartet, mit zwei wuchtigen Stürmern, einem gut sortierten Mittelfeld, eine wirklich zweikampfstarke Dreierkette, die sehr, sehr wenig zulässt. Also auch berechtigterweise zweitbeste Abwehr der Liga, 19 Gegentore. Also Halle wird sehr viel Spaß machen und ist sicherlich dann auch vielleicht zum Siegen so ein bisschen verdammt, wenn sie ihren Ansprüchen auch gerecht werden wollen, was das Ende der Saison betrifft. Es wird natürlich schwierig. Wir wissen um die Offensivkraft von Halle. Jetzt heißt es wieder, dass wir die Null hinten, dass wir das Tor dicht machen und dass wir jetzt nach zwei Spielen ohne Tor, dass wir endlich mal wieder treffen, egal wie. Und wenn es dann womöglich erst wieder in der 92. ist, aber wir müssen auf jeden Fall probieren, jetzt das Tor wieder zu machen, dass hinten die Null steht und ja, dann sind es ganz wichtige 3 Punkte, die wir am Samstag probieren zu holen. So, das war der kurze Ausschnitt aus der Pressekonferenz mit Daniel Thun und mit Philipp Kühn. Die Pressekonferenz findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Channel VfL 1899 TV in voller Länge. So, und jetzt kommen wir dem Ende der Sendung ein bisschen näher. Und ihr kennt das schon, am Ende der Sendung wird natürlich immer das Merchandise der Woche präsentiert. Und wie sollte es anders sein, wenn wir doch schließlich einen Heimspieltag haben? Natürlich hat Mo den schönen Puma Brückentags-Hoodie angezogen. Also den gibt's ansonsten im VfL-Fanshop für aktuell 44,95 €. Ich habe übrigens auch ein ganz schickes Teil mir angezogen. Das nagelneue VfL-T-Shirt haben wir selbst designt, ne, zum Brückentag. Der Brückenrohr, das Megafon, die Raute, der Schriftzug Bremer Brücke, wo das Herz schlägt. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Dieses T-Shirt solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Ebenfalls im VfL-Fanshop erhältlich. Und auch sie werden morgen im Stadion sicherlich ein Thema werden. Die brandneuen VfL-Fancaps für 14,95 € mit der fetten Raute drauf im Snapback-Design. Denke ich, ein ziemlich lässiges Item, was jeder zu Hause in der Kleiderschublade, im Kleiderschrank irgendwie hängen haben sollte. Und dann kommen wir so langsam wirklich zum Ende mit den letzten Hinweisen, die nochmal ausgesprochen gelten für das Topspiel gegen den Halleschen FC dann morgen am Samstag. Das Stadion öffnet um 12.30 Uhr und ihr kennt das schon von den letzten zwei Heimspielen. Es wird wieder eine elektronische Einlasskontrolle geben. Habt also eure möglichen Nachweise, Tickets und so weiter alle direkt bereit, wenn ihr im Stadion auflauft. Dann geht das Ganze relativ fix. Und noch als letzter Hinweis, ihr könnt mittlerweile nicht nur im Bereich der Giro Live Nordtribüne, sondern auch im Bereich der Stadtwerke Osnabrück Südtribüne jetzt beim nächsten Spiel bargeldlos bezahlen. Wenn ihr also in diesen beiden Bereichen unterwegs seid, müsst ihr nicht zwangsläufig irgendwie Scheine oder Hartgeld mithaben. Das Ganze könnt ihr dann auch ganz bequem mit Karte machen. Das wird übrigens auch sukzessive auf die beiden verbliebenen Bereiche, auf die DFT-Westkurve und auf die Ostkurve dann im Laufe der Saison, so dann die Technik funktioniert, auch ausgeweitet. So, und jetzt drehe ich mich nochmal um zur nächsten Kamera und sage erstmal Maurice, vielen Dank fürs Kommen. Für euch auf jeden Fall bestes Gelingen morgen im Heimspiel gegen den Halleschen FC. Wir hoffen alle auf 3 Punkte. Hals und Beinbruch auf jeden Fall, mein Lieber. Und für euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns doch alle dann morgen beim Brückentag gegen den Halleschen FC an der Bremer Brücke. Kommt vorbei und schreit das Team zu 3 Punkten. Nichts anderes zählt morgen. Ich zähle auf euch. Bis dann. Ciao.